Und herzlich willkommen. Mein Name ist Hidl Mark und ich zeige euch heute, wie ihr auf Facebook live gehen könnt. Und zwar nicht mit einem iPhone, nicht mit Facebook Mentions, sondern egal mit welchem PC ihr wollt. Dafür habe ich ein extra Tool entwickelt, welches ich euch natürlich in der Beschreibung verlinke, nämlich 4x4e.de/php/live. Dort können wir Create Livestream to Facebook aktivieren und dann öffnet sich ein Pop-up, wo ich auswählen kann, möchte ich das in meiner eigenen Timeline sharen, möchte ich das zu einem Friend sharen, in irgendeine Gruppe oder auf einer meiner Fanpages. In diesem Beispiel möchte ich es auf meine private Timeline posten. Drücke ich auf Next, kommt wieder eine kleine Benachrichtigung, welche unsere Streaming-URL wird. Und dann kommt das wahre Pop-up-Fenster, nämlich Go Live on Facebook. Ja, wichtig ist jetzt zu wissen, um auf Facebook live zu gehen, braucht man eine Broadcasting-Software. Hier gibt es zum Beispiel Livestream.com, welche bei $800 anfängt, empfehle ich nicht. Dafür empfehle ich euch nämlich Open Broadcaster Software. Das ist eine Open Source Software, sprich kostenlos zum Verwenden. Und hier würde ich euch die Studio-Version empfehlen. Kriegt man für Windows, für Mac, für Linux, sprich für alle Betriebssysteme, die man braucht. Wenn man das runtergeladen hat, schaut die Software dann in etwa so aus. Und jetzt öffnen wir das Fenster, was uns Facebook zurückgibt. Ja, und jetzt sehen wir, als normaler User würde ich das nicht verstehen. Deswegen bin ich jetzt hier, um euch das zu erklären. Ja, im OBS müssen wir auf Einstellungen gehen und auf Stream. Hier oben Streamtyp ist standardmäßig Streaming-Plattform ausgewählt. Das ändern wir um auf benutzerdefinierter Streaming-Server. Ja, jetzt haben wir von Facebook hier eine URL. Die fügen wir hier ein, beziehungsweise den Streaming-Key, der ändert sich bei jedem Livestream, sprich ihr müsst den immer aktualisieren. Ja, anwenden und OK klicken und schon können wir hier zum Beispiel ein Bild auswählen. Jetzt wähle ich einfach mal ein Foto von meinem Desktop aus, zum Beispiel mich. Ja, wie ihr seht, ist das Foto schon hier. Das kann ich jetzt in der Größe und alles skalieren. Ja, um das Ganze jetzt live auf Facebook zu bringen, muss ich einfach Streaming starten klicken und ein bisschen abwarten. Denn das Ganze ist leicht zeitverzögert. Facebook empfängt diese Daten und schickt sie dann erst weiter. So, wie man schon sieht, Facebook empfängt mittlerweile was und wir sehen eine Preview davon. Jetzt, wenn ich das Bild hier ein bisschen rumschiebe, werdet ihr in ein paar Sekunden sehen, dass das Ganze hier auch am Bildschirm passiert. Sprich, man kann richtig, richtig viel machen. Ich könnte jetzt eine Fensteraufnahme hinzufügen, zum Beispiel hier mein Aufnahmetool oder Go Live on Facebook oder whatever I want. Das kann ich alles hier einbinden, ne? Und als extra Fenster hinzufügen. Das könnte ich jetzt daneben anzeigen lassen. Man sieht es eh schon in der Preview. Ja, und um das Ganze jetzt wirklich endgültig live zu machen, muss man einfach nur noch auf Go Live klicken und das Ganze geht auf Facebook online. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video ein bisschen helfen, wie Livestreaming auf Facebook funktioniert. Und vielleicht sehe ich ja genau euch demnächst online.